Selina macht einen Ausflug in Bad Münzeifel. Wir stehen jetzt hier vor der Bäckerei, dem Printenhaus, gegenüber ein wunderschönes Museum und auch Verkaufsladen für Antiquitäten. Das Wetter ist heute auch traumvoll. Die Sonne scheint. Jetzt gehen wir durch das Burgtor. Bad Münzeifel besteht aus sehr vielen schönen Fachwerkhäusern. Und die Besonderheit ist die Burg von Bad Münzeifel. Hier ist eine Eisdiele. Hier ist eine Eisdiele. Wir nehmen jetzt meine Boutique, wo ich mir ab und zu ich wollte noch gesagt haben, dass die Boutique da war, wo ich mir ab und zu schöne, schicke Kleidung hole. Hier kommen wir auch zu einem Geschäft für Ambiente, Antik und Dekor. Die Hälfte kommt zum Flur. Hier haben wir auch mal ein Hotel. Hotel Erftschlösschen. Und Hotel zur Post. Wir kommen nun zum Marktplatz. Darf ich vorstellen? Schönes Kaffee am Salzmarkt. Wo es leckeren Kuchen gibt.
der linken Seite ist das Gasthaus, die Brauerei. Sehr bekannt. Durch Bad Münstereifel fließt auch ein wunderschöner Fluss. Hier geht es zum Golfhotel Breuer. Oh. Der geht da immer, was? Ja, der Name ist. Jetzt zu dem Kaffee von dem bekannten Sänger Heino. Stehen wir vor Heino Fanshop. Es wurden sehr viele Artikel von Heino verkauft. Hier ist die Kirche von Bad Münstereifel. Auch architektmäßig sehr schick gebaut. Zurück zum Marktplatz. Schickes Fahrzeug. Gegenüberliegende Sauerbäckerei. Kaffee. Hier auch eine nette Sehenswürdigkeit von der Tüsterei. Hier nun das Fotostudio Würzgen.
Klopfen.